Während auf meinem Traktor der Live-Video läuft, bin ich hier am Abdecken. Hier ist schon Vlies weg. Und hier ist noch alles weg. Und das Problem ist, das liegt jetzt da im Feld und ist nass und sollte nicht liegen bleiben. Der Hause sollte dann das sofort nach Hause nehmen. Nicht, dass da noch Schnee auf das Vlies fällt. Jawohl. Also, ich arbeite da weiter. Jetzt drüben weg und dann ziehen. Ja. Und es ist nass. Nass wie die Sau jetzt bei uns. Ja. Aber jetzt macht es auch nicht, jetzt darf es auch nass sein. Wir hatten ja einen sehr guten Herbst. Einer der besten Herbst, die ich erlebt habe. Aber jetzt schaut mal meine Stiefel. Also eine klebrige Sache geworden. Ne? Ja. Fährt zum nächsten Haufen da hinten irgendwo, ja. Und dann erst, wenn dieser Haufen weg ist, ich denke, das sind auch noch einmal 300 Tonnen, kommen sie dann zu mir. Wird immer wie kälter.
noch, hier drüben sind noch nicht ganz fertig aufgeladen. Ich muss da schnell nach Hause. Der Spülwagen ist hier. Mein Schacht. Das Wasser ist nicht mehr abgeflossen. Das Wasser hat hier ins Haus reingedrückt. Das wird schnell probieren, die Leitung frei zu spülen. Jawohl. So, und als ich zurückkam aus Feld, waren die Rüben weg. Ertrag war 366 Tonnen mit 9,7% Fremdbesatz und 17,6% Zucker. Ja, wobei ich da noch eine Nachprüfung meines Fremdbesatzes beantragen werde. Bei einem Wagen war 33% Fremdbesatz gemessen worden. Das heißt Steine, Erde, faule Rüben. Und ich habe auf meinen 350 Tonnen keine einzige faule Rübe gesehen. Ja, Steine habe ich schon, aber wenn man sich da vorstellt, 33%, ein Drittel Steine, das ist, stimmt nicht.